Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Mehr als 840 Verletzte bei Unabhängigkeitsreferendum. Die spanische Polizei hatte versucht, die vom Verfassungsgericht verbotene Abstimmung zu verhindern. Etwa 90% der Katalanen stimmten für eine Loslösung von Spanien. Nach Ermordung von Kim Jong-uns Halbbruder beginnt Prozess in Malaysia. Zwei Frauen wird vorgeworfen, Kim Jong-nam im Februar mit einem Nervengift getötet zu haben. Widerstand gegen AfD-Kandidaten für Posten des Bundestagsvizepräsidenten. SPD, FDP, Grüne und Linkspartei wollen Albrecht Glaser nicht wählen. In der FAZ verwiesen sie auf umstrittene Äußerungen Glasers zur Religionsfreiheit. IS-Terrormiliz reklamiert tödliche Messerattacke von Marseille für sich. Der Attentäter hatte gestern zwei Frauen erstochen, er selbst wurde von Sicherheitskräften erschossen. Rheintalbahnstrecke wieder freigegeben. Nach Angaben der Deutschen Bahn kommt es noch zu einzelnen Fahrplanabweichungen. Die wirtschaftlich bedeutende Nord-Süd-Verbindung war seit August wegen einer Baupanne gesperrt. Das Wetter. Heute im Südosten zunächst noch Sonnenschein, sonst bei dichten Wolken zeitweise Regen. Von Nordwesten im Tagesverlauf aber freundlicher. 12 bis 21 Grad.